Damit hat Jessica Haller wirklich nicht gerechnet. Ich habe ultra gelitten, aber Hayley auch. Doch was ist zwischen Mutter und Tochter passiert, dass Jessica Haller so aus der Fassung bringt? Ist sie einen Schritt zu weit gegangen? Wir treffen die Influencerin in ihrer Wahlheimat Ibiza. Dort lebt sie seit knapp 2 Jahren gemeinsam mit Ehemann Johannes Haller und der gemeinsamen Tochter Hayley Sue, die inzwischen 18 Monate alt ist. Und jetzt stand der erste große Schritt in Hayleys Leben an, die Kita. Doch schon der erste Tag der Kita-Eingewöhnung wird für Mutter und Tochter zum Albtraum. Meine Tochter so weinen zu hören, ohne sie in den Arm zu nehmen, das gab es nicht und wird es auch so in dieser Form nie wieder geben. Ich habe mich aber zusammengerissen, weil es ja die Erzieher irgendwie ein bisschen von mir erwartet haben. Doch Hayley will partout nicht in der Kita bleiben, vor allem nicht ohne ihre Mama. Und das bricht der 32-Jährigen das Herz. Sie nimmt die schweren Minuten mit dem Handy auf und postet das Video auf Instagram. Ersten Moment wollte ich es nur an Johannes schicken. Dann habe ich gedacht, okay, ich brauche jetzt gerade, jetzt in dem Moment brauche ich Antworten oder Feedback anderer Mamis. Und habe Hayley weinen gehört, schreien nach mir. Wenn ich nur daran denke, dann muss ich fast wieder weinen. Das war wirklich ganz, ganz schlimm. Und die Community stimmt Jessica zu. Sie habe die richtige Entscheidung getroffen. Also nimmt sie Hayley wieder mit nach Hause. Doch warum ausgerechnet jetzt in die Kita? Jessica und Johannes leiten gemeinsam eine Yacht-Charter-Firma auf Ibiza. Doch anders als manche Außenstehenden jetzt vermuten, war der Grund der Kita-Eingewöhnung nicht, dass Jessica keine Zeit für ihre Tochter hat, sondern... Ich wollte ihr was Gutes tun. Das war der Hintergrund. Ein soziales Umfeld ist natürlich für die Entwicklung super wichtig. Und das ist das, was ich ihr schenken wollte. Dann habe ich einfach gemerkt, es ist genau... Ich mache genau das Gegenteil. Es ist einfach viel zu früh. In meinem Gefühl war es am zweiten Tag so, nee, ich fühle das irgendwie nicht. Also bricht Jessica Haller das Projekt Kita nach nur 2 Tagen wieder ab. Aber was genau ist schiefgelaufen? Die Ex-Bachelorette sieht den Fehler in der Einrichtung. Ich muss sagen, die Eingewöhnung hier in Spanien, ich hatte das Gefühl, das ist alles nicht so korrekt. Es war so, dass ich am ersten Tag relativ schnell von Hayley getrennt worden bin. Also diese Situation war einfach zu radikal, zu schnell mit allem. Verständlich, dass das kein gutes Bauchgefühl bereitet. Denn nicht nur für Hayley, sondern auch für Jessica Haller ist die Situation neu. Die eigene Tochter ganz plötzlich abzugeben, loszulassen. Hayley ist ein super offenes Kind. Sie spielt mit Kindern und deswegen war ich mir so sicher, dass das alles super reibungslos klappt. Aber diesen Raum verlassen, einfach zu gehen und sie dort zu lassen, das hat nicht funktioniert. Auf dem Spielplatz ist sie die glücklichste, ja. Ich bin jeden Tag mindestens 3-4 Stunden nur auf dem Spielplatz, nur damit Hayley das Sozialverhalten mit anderen Kindern erlebt und sich dadurch auch entwickeln kann. Und dabei soll es jetzt auch erstmal bleiben. Meine weitere Planung ist, meinem Bauchgefühl zu folgen, meinem Mami-Herz zu folgen. Und das ist meistens die richtige Entscheidung. Das können die meisten Mütter wohl so unterschreiben. Hayley soll dann mit 2 Jahren in die Kita gehen. Dann hat Jessica Haller noch ein halbes Jahr, in dem sie jeden Moment mit ihrer Tochter genießen kann.